Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, was war das für ein Wochenende der Unionskampen in Momaken? Erst mit der ja tauwetterbedachten Bahn, wo es wirklich lange Zeit nicht klar war, ob die Rennen überhaupt stattgefunden haben, und dann mit wirklich spannenden Einläufen. Und ich hoffe, ihr habt hier zugeschaut, denn es gab natürlich wieder bei Jörns Swedish Racing Worlds einige richtig tolle Tipps, unter anderem A Perfect Duchess und Castor the Star, dieser Zwilling, der über 4 Cent für 1 gezahlt hat. Und natürlich der Rausschmeißer Reedley Laveck hat die Gulddivision, den Östfold-Pokal gewonnen, den Style-Lagers-Ehrelob. Und da gab es über 62 für 10 für Reedley Laveck. Ich habe euch gesagt, Stole the Show, erster Start nach der Pause, nach dem Start in Yonkers. Ich habe da so meine Zweifel gehabt. Und Reedley Laveck hat wirklich toll gewonnen. Und das war wirklich, denke ich mal, das Schnäppchen des Tages. Ich hoffe, ihr habt getroffen. Ich habe mich daran sehr erfreut. Ich habe gut gewettet und auch gut getroffen, Reedley Laveck. Und deswegen freue ich mich natürlich, hoffe ich auch, dass ihr natürlich mitgewettet habt und auch von diesem 62 für 10 Kuchen ein großes Stück abbekommen habt. Jetzt geht es natürlich weiter am kommenden Wochenende mit einem nächsten spektakulären Rennen. Ich werde natürlich wieder live vor Ort sein, denn es geht am Samstag nach Solvalla zu den zweiten Divisionsfinalläufen im Jahre 2023. Und wir haben natürlich wieder im Vorlauf die ersten vier Rennen, die ersten drei Rennen sind die Margareta-Tidiger-Uthengst-Serie, also diese Margareta-Loppet für die 3- und 4-jährigen Pferde. Und es gibt einen Margareta-Lopp oder ein Margareta-Rennen im Rahmen der V75, und das ist das Rennen der Rennen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn wir uns das gleich angucken, spektakulärer gibt es eigentlich gar nicht. Ein 4-jährigen Rennen, das könnte auch locker das Derbyfeld sein, das könnte auch locker das Finale zum Kunga-Pokal sein. Also was wir da sehen, ein sensationelles Feld, kommen wir gleich zu, wie gesagt. Und diese V75, die hat es wirklich in sich. Normalerweise sagt man ja, Divisionsfinalläufe, entweder kommt es ganz gerade oder ganz krumm. Ich glaube, diesmal kommt es ganz krumm. Also wir haben hier wirklich einige sehr, sehr ausgeglichene Felder. Und ich bin sehr gespannt, was an diesem Wochenende passieren wird. Ich hoffe, ich habe wieder die ein oder anderen guten Tipps für euch. Deswegen hört jetzt zu hier bei Jörns Swedish Racing World, exklusiv bei uns auf www.trotto-und-hufold.de. Und dann bekommt ihr mit Sicherheit alle Eindrücke, die ihr braucht. Wir fangen an mit dem fünften Rennen, wie immer, 16.20 Uhr geht es wie immer los. Und das ist die Silberdivision. Das Silberdivisionsfinale über alle, wie alle Rennen heute, 2140 Meter Autostart. Und hier werden sich natürlich viele auf die Programmneuterei Hell Patrol und Ørjan Cheatström stürmen. Hell Patrol kommt aus Norwegen, hat zuletzt nochmal in Birke am 4.3. mit Sven-Ove Wassberg gewonnen, der ja auch am Samstag in Momaken das letzte V75-Rennen für sich entschieden hat. Davor aber das Laufen in Romme mit Ørjan Cheatström. Das war richtig, richtig gut. Und Ørjan Cheatström verliert auch heute wieder Startplatz 3 für diesen 6-jährigen Henke Gleittest. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Abschlussrampe. Und deswegen sage ich ganz klar, Hell Patrol, die Programmnummer 3, muss natürlich hier mit. Unique Creation, die Programmnummer 4 mit Jon Untersteiner, hat zuletzt in Halmstadt richtig enttäuscht. Da war er nur 7., da hatte man sich wirklich viel, viel mehr erhofft. Davon gab es in Halmstadt am 28.01. jedoch einen Sieg und davor noch zwei weitere Plätze in Jägersrohr und in Orbi. Deswegen Unique Creation, wenn der wieder so ein bisschen in Schwung gekommen ist und diese Niederlage aus Halmstadt verdaut hat, dann ist der hier brandgefährlich. Hochinteressant, Borups Rictory, die Programm Nummer 1 mit Daniel Weyerstein. Zuletzt 3. in Örebro, davor in Östersund und in Sovala siegreich. Startplatz 1 könnte ein bisschen tricky sein. Er ist nicht der Schnellstarter. Er könnte eingemauert werden. Deswegen also Borups Rictory, dieser Gugu Gaga-Hengst, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mitnehmen muss man ihn auf jeden Fall. Und natürlich auch die Nummer 5, Eros Sula mit Björn Gub. Erstmals mit Björn Gub, der Hengst aus dem Stall von Flemming Jensen. Oder der Wallach ist es ja, aus dem Stall von Flemming Jensen. Zuletzt siegreich in Halmstadt mit Flemming Jensen. Davor auch in Kalmar und in Halmstadt gut gelaufen. Und ein toller Sieg in Aalborg im Raum der V75. Da war ich auch da am 29.12. letzten Jahres. Hat er mir wirklich richtig gut gefallen. Und deswegen Eros Sula jetzt mit Björn Gub. Der muss auf jeden Fall hier mit auf den Schein. Für mich hier ein ganz, ganz chancenreicher Kandidat. Aber ich glaube, dieses Rennen gewinnt die Programmnummer 11, Axel Ruder mit Ulf Olsen. Axel Ruder zunächst zweimal Zweiter gewesen in Berserker. Da hat man es von vorne versucht. Da hat es am Ende nicht ganz gereicht. Danach in Örebro hat man es wieder von hinten versucht, wie man es eigentlich zuletzt immer gemacht hat. Und war dann knapp geschlagen. Er hat allerdings die letzten beiden Divisionsfinals in Zoballa am 26.12. und am 4.2. gewonnen, dieser Axel Ruder. Jeweils auch aus der zweiten Startreihe, jeweils auch von Startplatz 10 und Startplatz 9. Und deswegen sage ich, Axel Ruder von der Startplatz 11 ist für mich ja brandgefährlich. Wenn der wieder die letzten 2 Meter richtig Speed geht, dann hält ihn keiner auf. Deswegen für mich der Sieger in diesem Rennen, die Programmnummer 11, Axel Ruder. Wir nehmen trotzdem mit noch die 1 Borups Victory, die 3 Hell Patrol, die 4 Unique Creation und die 5 Eros Sola.
V75-2 ist dann die Klasse 2 über 2140 Meter Autostart. Und hier muss man sich, glaube ich, richtig breit aufstellen. Das ist wirklich so ein Rennen, da kann viel passieren. Ich habe so ein bisschen Mumie auf die 5-Star-Muscle mit Daniel Weierstein. Zuletzt in Bollnäs am Ablauf gewesen, war man 2 platziert. Davor auch in Berserker 2. im Rahmen der V75. Aber so richtig ein Siegertyp ist dieser Maharaja Balach nicht. Deswegen, aber der kann hier heute mal überraschen. Deswegen, also Star-Muscle muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Frankie Godiva, die Programm Nummer 7 mit Konrad Luger aus dem Stall von Karin Walter Mommert, zuletzt 2. in Orbi, allerdings deutlich geschlagen. Also er hatte am Ende keine Siegchance, ist am Ende dann noch locker überlaufen worden von seinem Konkurrenten. Der 3. Platz in Jägersroh mit Markus Waldmüller war auch jetzt gut, aber nicht überragend. Davor gab es aber 3 Siege in Halmstadt und in Jägersroh. Deswegen also Frankie Godiva, wenn der glatt hier in die Partie findet und eine gute Lage findet, kann der auf den letzten 2 Metern hier richtig absagen, muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Hochinteressant für mich ist Nummer 9 Fratze mit Jürgen S. Eriksson. Fratze war zuletzt 3. in Örebro im Rahmen der V75. Davor in Romme hat er jedoch toll gewonnen. Da war er wirklich, also wirklich auf 100, hat toll gewonnen. Davor gab es auch noch mal einen Sieg in Visby auf Gotland und auch noch mal einen 2. Platz in zur Walle am 26.12. in einem Amateurfahren. Deswegen, also dieser Fratze, den muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Der hat für mich hier hohes Potenzial. Startplatz 9 ist nicht so ganz schlecht für ihn. Deswegen die Nummer 9, Fratze mit Jürgen S. Eriksson, muss auf jeden Fall mit. Und auch die Nummer 12, Judge D mit Stefan Persson, der ja gerade noch die Svensk Trafliga anführt als erfolgreichster Fahrer. Judge D mit Stefan Persson, 4 Siege zuletzt in Halmstadt, Axeballer. Das war jeweils ein tolles Laufen. Es war natürlich nicht allzu schwierig, bis auf das die V75 in Halmstadt, die ja auch gewonnen hat, da allerdings von Startplatz 9. Deswegen, von Startplatz 3. Und deswegen muss er natürlich hier auch von Startplatz 12 erstmal schauen, wie er in die Partie kommt, dieser Bert Parker-Sohn. Trotzdem, Judge D, für mich hier hochinteressant, muss mitgenommen werden. Und wer so einen richtigen Außenseiter sucht, der nimmt noch die 1 Hard Center mit Christian Lindberg mit. Hard Center ist jetzt 2-mal 2. gewesen in Orbi und in Örebro, gerade in Örebro im Rahmen der V75, der 2. Platz, der war richtig, richtig gut. Deswegen Hard Center, wenn der mal freikommt am Ende, ist der hier auch brandgefährlich. V75-2, die Klasse 2. Wir nehmen mit die 1 Hard Center, die 5 Star Muscle, die 7 Frankie Godiva, die 9 Fratze und die 12 Judge D. Und wir kommen, glaube ich, zum Rennen der Rennen an diesem Nachmittag, der Margareta Tiediger Unkesk Serie für 4-jährige Hengste und Wallache. Ein Rennen über 2140 Meter Autostart und dotiert allein mit über 30.000 Euro für den Sieger. Und hier kommt es zum absoluten Showdown zwischen Tetrick Vernier und Bredezel Zox und Following. Also, wir gehen der Reihe nach vor. Tetrick Vernier, das einzige Wunderpferd aus Schweden, hat 2-jährig den Swampen in Örebro gewonnen, den Svens Upfötnings Löpning gewonnen, den Jägersroh ist dann von Karin Walter Mommert gekauft worden zu einem angeblichen Preis von über 3 Millionen Euro, ist dann von Rina Rekile zu Michael Nimczyk ins Training gewechselt, hat dort mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Michael Nimczyk und sein Team haben ihn wirklich ein Jahr lang aufgepäppelt und dann ist er zu Konrad Lugauer gewechselt, auch unter etwas, ich sag jetzt mal, mysteriösen Umständen. Und Konrad Lugauer hat ihn jetzt dann das letzte Mal vor 1,5 Wochen in Jägersroh vorgestellt, in einer Bänderstartprüfung. Dort ist er am Start sofort gesprungen. Deswegen war das jetzt nicht besonders ausschussreich. Heute gilt es jetzt für Tetrick Vernier. Möchte man die hohen Ziele, die man ihm gesteckt hat, als Jäger erreichen? Möchte er Derby-Sieger werden? Möchte er Kunga-Pokalsieger werden? Möchte er die Sprintermeisterin gewinnen? Dann muss er heute auch dieses Rennen gewinnen. Startplatz 11 ist nicht ideal. Konrad Lugauer hat letztens schon gesagt, hinter den Pferden zu starten, das mag er gar nicht so gerne. Deswegen ist da so eine kleines Fragezeichen dahinter, hinter Tetrick Vernier. Trotzdem natürlich Startplatz 11, dieser 4-jährige Marcel Hillsohn, muss hier natürlich auf den Schein. Für mich keine Bank, das sage ich deutlich. Trotzdem, er muss mit auf den Schein natürlich Tetrick Vernier, die Programm Nummer 11 mit Konrad Lugauer. Bedazzled Zox, die Programm Nummer 5 mit Torbjörn Jansson, der Sieger des E3-Finals aus Eskilstuna und der zweitplatzierte im E3-Finale in Örebro. Und 3. in der Breeders' Crown in Eskilstuna, kommt auch aus einer Pause, war zuletzt am 12.11. das letzte Mal, am 13.11. das letzte Mal im Ablauf. Doch er war bis jetzt so ein bisschen der Primus des Jahrgangs, 3-jährig, er hat so ziemlich viele, fast alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Bedazzled Zox, die Programm Nummer 5 mit Topic Hanson, wenn der hier auf 100 ist, ist das für mich hier ein ganz klarer Sieger. Following, die Programm Nummer 9 aus dem Stall von Stefan Melander mit Björn Gub im Sulki, hat das andere E3-Finale damals in Örebro gewonnen. Danach in Eskilstuna im Rahmen der Bioskron war er 2., also vor Bedazzled Zox, hat aber auch die bessere Startnummer.
Und ja, wie gesagt, wir müssen schauen. Wie gesagt, Following ist ein Schnellstarter. Startplatz 9 ist für ihn also auch nicht ideal. Der kann allerdings auch außenrum gehen. Das heißt, wenn der eine gute Lage bekommt, ist der hier hochinteressant. Antela Rock, die Programm Nummer 1 aus dem Stall von Daniel Redin für die Farben des Stalles des Veterinärs Dietmar Sjöberg. Nicht also für den Stall ATZ, für den Stall Z von Daniel Redén, das muss man deutlich sagen. Also ist nicht ein Daniel Redén-Pferd, trotzdem von Daniel Redén trainiert und Eulen Schiedström fährt. Auch Antela Rock war zuletzt Zweiter am 23.11. in Zobala in einem Rennen, war im Kriterium Dritter mit Erik Alisson. Das war auch ein sehr, sehr gutes Laufen. Deswegen, also den muss man auf jeden Fall hier auch mitnehmen, diesen Antela Rock. Er war nämlich vor Bedazzled Socks im Kriterium. Deswegen, wenn der hier gut wegkommt, ist der hier auch hochinteressant. Außenseiterchancen möchte ich in diesem Rennen noch die Nummer 8 Combat Fighter mit auf den Weg geben, mit Carl-Johan Jepsen aus dem Stall von Anders Swanstedt. Zuletzt jedoch in Axelballer am Silvestertag umplatziert gewesen, davor zwei Siege, zwei dritte Plätze, das war ordentlich. Ob der aber hier gegen Tedrick Barnier oder Bedazzled Socks eine Chance hat, wage ich zu bezweifeln. V75-3, das Margareta Loppet für die vierjährigen Hengst und Wallacher. Wir nehmen mit die 5 Bedazzled Socks, die 1 Antela Rock, die 9 Following und natürlich die 11 Tedrick Barnier. Wer noch Lust hat, nimmt noch die Nummer 8 Combat Fighter mit. V75-4, das ist dann das Hanimeras Gedächtnisrennen sozusagen, ein Diamantsweltrennen über 2041 Meter Bänderstart, drei Bänder, die Pferde 1 bis 7 von der Grunddistanz, die Pferde 8 bis 14, 20 Meter Zulage und das Pferd Nummer 15, das ist Breeze mit Lars Sjöström, 40 Meter Zulage. Breeze ist ein Pferd, wo ich sagen würde, die hat hier auf jeden Fall eine Chance, diese Stute. Zuletzt war sie jedoch nur 5 Plätze in Örebro, das war ein bisschen enttäuschend am 4. März, das muss man deutlich sagen. Davor hat sie toll in Bersaka gewonnen. Ich weiß, dass Lars Sjöström von Breeze unheimlich viel hält. Das ist eine Top-Stute, die hat sich auch letztes Jahr in allen Jahrgangsrennen versucht. Sie war im Stutenderby mit dabei, man hat sie versucht in diversen Kugeln, also im Silvia-Pokal, in den Sto-Sprinterinnen. Man hat also überall versucht, mit Breeze dabei zu sein. Sie ist keine Kämpferin, dass man deutlich sagen. Also wenn sie jetzt von hinten hier das Feld aufrollen muss, ist das nicht ihre Stärke. Trotzdem glaube ich, wenn die einen guten Lauf haben, wenn die hier vielleicht eine gute Lokomotive bekommen, nach vorne gezogen wird, dann kann Breeze hier durchaus gewinnen. Jedoch mit der doppelten Zulage muss man da zumindest ein bisschen vorsichtig sein. Fabulous Pellini, die Programm Nummer 10 mit Daniel Beyerstein. Tolle Form, 1.1., 2. 1. 2. In Örebro hat sie nicht ganz durchgestanden zuletzt. Da war sie nur Zweite, hat dagegen Ninja Sonnen verloren, die Startnummer 9. Fabulous Pellini, ich glaube, dass heute die Formumkehr durchaus möglich ist. Das ist eine gute Stute, tolles Laufen, Randy Cash-Tochter, Fabulous Pleasure, die Programm Nummer 10 muss hier mit. Ninja Sohn, die Programm Nummer 9 mit Björn Gup, hat wie gesagt in Örebro gewonnen, davor eher wechselnde Formen. Die Stute ist immer so ein kleines Überraschungspaket. Manchmal gewinnt sie, wie zum Beispiel auch in Axelwalle am Silvestertag, und dann ist immer der 3-4 Starts, kommt wieder gar nicht, und dann gewinnt sie wieder plötzlich wie in Örebro. Björn Gup im Sulk ist auf jeden Fall natürlich nochmal hier ein Plus. Stefan Granlund ist der Trainer. Ninja Sohn, die Programm Nummer 9, muss natürlich hier, oder sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Athena Face, die Programm Nummer 6 mit Ölja Cheats und für mich hier brandgefährlich. Ein Pferd aus dem Stall von Adrian Colgini, gefahren von Ölja Cheats. Besser geht es eigentlich nicht. Wir wissen, dass die Colginis tolle Trainer sind. Beim Fahren hapert es manchmal noch ein bisschen. Hier haben wir jetzt den besten Fahrer, oder wie viele sagen, einer der besten Fahrer auf einem Pferd eines besten Trainers. Athena Face kommt mit zwei frischen Siegen einen Ablauf, hat in Orbi und in Örebro gewonnen. Jetzt mit dem Iceman. Sie steht im ersten Band sehr, sehr günstig. Für mich hier ganz klare Siegkandidatin. Benita Winner, die Programm Nummer 4 mit Carl-Johan Jepson, muss auch mit. Zuletzt in Ferjestad disqualifiziert worden. Davor dreimal siegreich gewesen. Unter anderem auch in der V75 in Örebro am 28.12. und auch in Romme am 25.2. hat sie toll gewonnen. Carl-Johan Jepson hat auch gerade aktuell Form, der weiß, was er tut. Deswegen Benita Winner, die Programm Nummer 4, muss auf jeden Fall mit. Und auch die Nummer 5, Feline Burgerheide mit Hans Krebers. Zuletzt siegreich in Orbi, davor in Halmstadt und Axelweiler zwei dritte Plätze. Feline Burgerheide ist da jeweils richtig gut gelaufen, sollte man hier auf jeden Fall auch mit auf den Schein nehmen. Insgesamt gilt aber in diesem Rennen breit aufstellen. V75-4, die Diamantsoldabteilung. Wir nehmen mit die 4 Benita Winner, die 5 Feline Burgerheide, die 6 Athena Face. Ich warne, Athena Face für mich hier die Siegerin in diesem Rennen. Die 9 Ninja Zone, die 10 Fabulous Pellini und die Nummer 15 Breeze. V75-5, das ist dann die Gulddivision über 2140 Meter Autostart und ich gehe in diesem Rennen ganz klar mit der Programm Nummer 5 Eddie West und Klaas Sjöström. Eddie West war zuletzt Zweiter in Zavala von einem gruseligen Startplatz, das muss man deutlich sagen, Startplatz 9, das ist für ihn, obwohl er kein Startplatz ist, nicht ganz ideal. Er war am Ende noch Zweiter, kam richtig gut auf, am Ende noch ist toll gelaufen, Eddie West in Bersaka, im Wintertrott, da hatte er keinen Moment, das war nicht sein Rennen, davor gab es nochmal einen zweiten Platz in Zavala und einen Sieg in Örebro. Eddie West, die Programm Nummer 7, für mich der Sieger in diesem Rennen.
Ferrari Sisu, die Brand Nummer 7 mit Konrad Lugauer, hat jetzt in Vassin sich probiert, im 28. Erst im Prix de Luxemburg. Da hat es nicht funktioniert. Davor gab es in Axeweiler und in Bersaca zwei tolle Siege. Danach gab es allerdings noch einen vierten und einen fünften Platz in Bersaca, im Wintertrott und nochmal in Halmstadt im Rahmen der V75. Er ist ein Dauerläufer, wir wissen, was Ferrari Sisu kann. Er ist eigentlich eher für die längeren Distanzen sogar prädestiniert. 2041 Meter könnte für ihn fast sogar zu kurz sein. Trotzdem, man sollte ihn sich mal angucken. Wenn er gut aussieht, kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Four Guys Stream, die Programm 9, hat sich toll in der Gurt-Division eingelebt. Zuletzt ein vierter Platz in Halmstadt, davor ein toller Sieg in Rommel. Bei ihm ist es sehr rennverlaufabhängig. Ich glaube, auch Stefan Persson wird sich wissen, was er tut. Mit dem von seinem Bruder Håkon Persson trainierten Dream Vacation Zone will er wissen, was er hier macht. Deswegen Four Guys Stream, die Programm 9, für mich auf jeden Fall interessant, muss hier mitgenommen werden. Und natürlich auch die Programm 4, Chapuis, wobei ich ehrlich mal gesagt glaube, Chapuis 2140 Meter könnte ein bisschen zu lang sein. In Örebro hat er zwar über die Distanz gewonnen, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass er das durchsteht. Deswegen Chapuis wird wahrscheinlich die Spitze bekommen und dann muss man gucken, was passiert. Vielleicht hält auch Chestnut Hill noch dagegen und die beiden fahren sich vorne die Köpfe ein. Also man muss gucken, ich lasse mich überraschen, was passiert. Ich lege mich jedoch fest, Aetos Kronos, die Programm Nummer 1, gewinnt nicht. Das sage ich ganz klar, auch wenn Magnus Jussi im Sulky sitzt. Aetos Kronos, die Programm Nummer 1, nach dem letzten Laufen auch wieder in Halmstadt, wo er wirklich überhaupt nicht ansatzweise eine Chance hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aetos Kronos dieses Rennen hier gewinnt. V75-5, die Gurt-Division. Wir nehmen mit die Nummer 4, Chapuis, wobei ich da ein bisschen Zweifel habe. Die 5, Eddie West. Die Nummer 6, Ultion Face, habe ich noch vergessen. Wieder ein Pferd aus dem Stall von Adrian Colgini mit Örjan Schielström. Ultion Face muss hier mit, zuletzt Zweiter in Bersaca, davor in Kalmar siegreich. Hochinteressant für mich. Also die 4, Chapuis, die 5, Eddie West, die 6, Ultion Face, die 7, Ferrari Sisu und die Programm Nummer 9, Four Guys Dream. V75-6, das ist das Finale der Klasse 1 über 2140 Meter Autostart. Und hier muss man sich in meinen Augen nochmal relativ breit aufstellen. Man muss auf jeden Fall mitnehmen die Programm Nummer 2 Dynamic Sensation mit Carl-Johan Jepson, Dynamite Sensation mit Carl-Johan Jepson. Zuletzt zweimal siegreich in Rommel und in Halmstadt gewesen. Das war ein richtig tolles, klasse Laufen. Da hat der 5-jährige Orlando Vici-Sohn richtig toll gewonnen. Muss man wirklich mitnehmen die Nummer 2 Dynamite Sensation. Aber auch die Nummer 5 Bugatti Hall mit Klaas Schielström. Zuletzt in Örebro wirklich brilliert, toll gewonnen. Davor auch der Sieg in Zuwalla am 4.2. im Divisionsfinale hat Bugatti Hall wirklich toll gewonnen. Also der muss auf jeden Fall mit. Das war ja ein Margareta-Lob. Das war ja nicht das war ein V75-Rennen, aber ein Margareta-Lob. Das ist trotzdem Bugatti Hall, die Programm Nummer 5 mit Klaas Schielström für mich hier hochinteressant. Marabou Broder, die Programm Nummer 8 mit Thomas Urberg. Schlechter Startplatz, gutes Pferd. Zuletzt siegreich in Halmstadt, davor auch Zweiter und Erster in Zuwalla und in Kalmar. Auch in Orbi gab es noch im Dezember einen Sieg. Und ich habe noch richtig Mumm auf die 10 Dream Sensation mit Robert Berg. Robert Berg hat zurzeit richtig in einem Formtief, muss man sagen. Bei ihm läuft zurzeit nicht viel zusammen. Dritter Platz in Zuwalla, davor aber noch 3 Siege in Romme und in Bersaca. Der wird mit Sicherheit hier eine interessante Klinge schlagen, die Programm Nummer 10 Dream Sensation. V75-6, Klasse 1 Finale. Wir nehmen mit die 2 Dynamite Sensation, die 5 Bugatti Hall, mein Sieger, die 8 Marabou Broder und die 10 Dream Sensation. Und wir kommen zum abschließenden 7. V75-Rennen. Das ist die Bronze-Division über 240 Meter Autostart. Und hier muss man sich nochmal breit aufstellen. Mein Sieger ist hier ganz klar die Programm Nummer 2, Bodnar Sidol mit Preben Sövik. Bodnar Sidol hat das letzte Divisionsfinale hier in Zuwalla schon gewonnen und zwar wirklich toll gewonnen. Danach gab es im Halmstad jetzt nur einen 4. Platz. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber Bodnar Sidols Startplatz 2 ist für ihn ideal. Für mich der Sieger in diesem Rennen, Bodnar Sidol. Ich würde mich sogar auf dem Fenster lehnen und sagen, es ist eine mögliche Bank. Das sage ich ganz ehrlich. Bodnar Sidol, wer sagt, na, ich möchte mich trotzdem ein bisschen breiter aufstellen. Der kann hier noch die Programm Nummer 6 Ready Dog mitnehmen mit Jürgen S. Eriksson. Zuletzt Dritter in Bersaca, das war ein gutes Laufen. Davor auch in Eskilstuna noch ein Sieg am 24.01. Aber so ein richtig durchschlagendes Pferd ist er auch nicht. Yellow W, die Programm Nummer 9, sehr wechselhaft. Entweder er gewinnt oder er ist unplatziert. Zuletzt in Rommel hat er gewonnen, in Halmstadt war er unplatziert. Also bei ihm ist es auch ein bisschen formabhängig. Und Hyon Pepper, die Programm Nummer 11, kommt mit 3 Siegen und Jorma Kontio im Sulky an den Ablauf. Allerdings die 3 Siege in leichteren Rennen, bis auf in Bersaca. Da hat er dann über 2640 Meter in der V75 gewonnen. Die Siege allerdings in Ferjestad und in Zuwalla waren normale Alltagsrennen, möchte ich mal sagen. Aber auch die muss man natürlich erstmal gewinnen. Trotzdem Hyon Pepper für mich hier dementsprechend hochinteressant. Ob er auch von Startplatz 11 gewinnen kann, weiß ich nicht. Castor the Star, die Programm Nummer 12, hat im Momaken letztes Wochenende wirklich gut gewonnen. Ob der hier schon wieder gewinnen kann, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Startplatz 12 hat er 2 Momaken, hat er auch Startplatz 11 gehabt. Trotzdem, ob das wieder nochmal reichen kann, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. V75-7, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die 2 Bodnars Idol, mein Sieger in diesem Rennen. Die Nummer 6 Ready Dog, die 9 Yellow W und die Nummer 11 Hyon Pepper sowie die 12 Castor the Star.
Ja, deswegen ist es wirklich eine sensationelle V75. Ich freue mich richtig auf Samstag auf Usobala. Das wird sensationell. Tetrik Vania. Die ersten vier Rennen sollte man auch nicht verpassen. Ab 14:45 Uhr hier bei uns bei www.trotto.de im Livestream. Da gibt es noch die anderen Margareta Loppet sowie ein Sto-Eliten-Rennen. Also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Schon um 14:45 Uhr und dann um 16:20 Uhr wieder V75. Macht mit, es wird ein grandioser Nachmittag, toller Sport. Ich werde live vor Ort sein, ich freue mich und ihr könnt natürlich weitere Eindrücke auf www.hufer.de lesen. Dort habe ich euch ja auch letzte Woche aus Monaco mit den Bahnverhältnissen auf dem Laufenden gehalten. Also wie gesagt, schaut regelmäßig rein bei www.trotto.de und bei www.hufer.de. Dort bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht, ihr bekommt die neuesten Informationen und ihr könnt natürlich alle Rennen nicht nur bewetten, sondern auch im Livestream bei uns sehen. Das ist ja nicht überall so, deswegen schaltet ein www.trotto.de, www.hufer.de und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ich sage Lückertil, viel Spaß mit der V75 aus Sobala, den STL Finals und natürlich Tetrik Vania. Also einschalten.